Die Demenz-WG war für uns einfach die beste Lösung. Das Besondere an der WG hier in Weilheim ist, dass es so eine richtig familiäre Atmosphäre ist und dass die Menschen, die da drin sind, wirklich gut aufgehoben sind. Es ist schön, da hinzukommen. Ich freue mich immer. Es ist einfach schön, nicht nur die Mama zu besuchen, sondern in die WG zu kommen, die Betreuer und die Pfleger zu sehen, sich auszutauschen, was los war. Das Besondere an der Demenz-WG ist, dass es nicht von einem Träger geführt wird, sondern von den Angehörigen der Bewohner. Wir haben Einflussmöglichkeiten, die wir in einem Pflegeheim nicht hätten. Wir helfen zusammen, wir organisieren von der Konversation mit dem Sozialdienst bis hin über Möblierung, Gartengestaltung. Also von Rasenmähen angefangen, Blumen gießen, Pflanzen, ist jetzt was einiges passiert. Einfach planen, was gemacht werden könnte. Ein paar arbeiten ja mit, die schälen mit und spülen mit und die räumen auf. Also das ist direkt schön zum Zuschauen, was die alles machen und was sie noch alles können. Meine Mutter ist ein sehr eifriger Mensch. Das heißt, sie möchte sehr viel mitarbeiten und das kann sie hier auch. Sie ist halt ein sehr sorgender Mensch und da kann sie sich auch um die anderen Leute hier kümmern. Also vor allem für Demenzkranke, die sehr viel Eigendynamik haben und die vielleicht sonst weglaufen würden, weil sie nicht ausgelastet sind. Das ist sehr gut hier. Diese gute Energie, die in diesem Haus da ist, spiegelt sich einfach wieder in den Menschen und das passt einfach ringsherum. Wenn man reinkommt als Gast, würde man nicht glauben, dass da auch schwere demenzkranke Bewohner drin sind. Wir könnten das selber nie so wie hier in der WG. Ich glaube, unsere Mama ist hier so glücklich wie schon lange nicht mehr. Die Demenz-WG in Weilheim ist was ganz was Besonderes.